Hallo ihr Lieben, heute ist ein ganz langes Video hoch online gegangen, aber kein DIY, sondern ein Meerschweinchen-Video. Ich habe jetzt gerade alles mal zusammengekramt und so ein bisschen Hintergrund. Ich habe jetzt 2 Wochen lang gekämpft, dass mein kleiner Bert, der weiß-braune, wieder gesund wird, aber leider haben wir jetzt verloren. Ich habe ihn gestern, also am Freitag, dem 3.11. Erlösen lassen, aufgrund dessen, weil es wirklich nur noch Quälerei gewesen ist. Es ist noch nicht ganz klar gewesen, was es jetzt wirklich war. Ich bin von einer Erkältung, Bronchitis ausgegangen. Es kann die Lunge gewesen sein. Er hat natürlich dementsprechend dann viel, viel weniger gefressen. Ich habe gepäppelt, ich habe also viel Homeoffice auch gemacht und gehofft. Und ja, dementsprechend war das jetzt leider die einzige Lösung. Ich werde mich natürlich um einen neuen Partner kümmern für meinen Ernie. Sie waren ja beide Ernie und Bert. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich da schnell jemanden dazusetzen kann und sie sich auch so gut verstehen wie die beiden. Und ich habe sie ja beide zusammengeholt und dementsprechend, ja, ich lasse es auch einfach laufen. Wer es durchschauen möchte, der schaut, wer nicht, der schaut eben nicht. Aber es wird kein DIY heute kommen und es wird nachher, glaube ich, noch ein Video fürs Musik kommen und also am Sonntag und dann schauen wir weiter. Wie gesagt, das sind jetzt alles so meine gesammelten Videos, Fotos, die ich jetzt so spontan gefunden habe. Ich mich da einfach so ein bisschen auch erinnern möchte und also es ist kein großer Schnitt, es ist nicht wirklich was rausgeschnitten oder ähnliches. Ich habe es einfach reingemacht und ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß zumindest an so einem Meerschweinchen-Video auch. Ansonsten ist es halt Tatsache erstmal jetzt so, ich kann es nicht ändern. Und ja, ich habe immer noch wieder mal meine Tränchen in den Augen und habe dann eben dann natürlich auch, dass ich den Kleinen sehr vermisse. Er ist so ein kleiner Witzbold jetzt gewesen. So ein ganz schneller, der immer da war, der so neugierig war, der immer überall gucken gekommen ist. Ernie ist ja eher der Ruhige, der wirklich eher, ich bleib im Häuschen oder ich bleib überall irgendwo erstmal sitzen und hoffe, dass zum Beispiel das Fressen von alleine kommt. Aber ja, dementsprechend wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Sonntag und bis nächste Woche.